Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie zu diesem Spiel der WM 2018. Wir freuen uns heute richtig auf eine gute Partie, ne? Klar, bei diesen beiden Mannschaften, bei diesen Top-Leuten, die da heute hier in Russland auflaufen und natürlich auch bei diesen beiden Trainern. Ich bin sicher, die haben sich wieder was ganz Besonderes ausgedacht. Heute spielt hier Polen gegen Kolumbien. So, und damit herzlich willkommen zurück zu meinem FIFA-WM-Orakel. Ja, heute ist ein ganz spezielles Spiel. Nicht nur, dass es das letzte Spiel der Vorrunde ist, des zweiten Spieltags der Vorrunde, so, das wollte ich sagen. Wir könnten jetzt heute tatsächlich die erste Gruppe haben, in der quasi die ganz wichtigen Entscheidungen schon komplett am zweiten Spieltag fallen. Und zwar, wenn Kolumbien heute gewinnt, dann sind Senegal und Kolumbien sicher im Achtelfinale. Und dementsprechend Polen und Japan raus. 2010 hat man mit dem Bau der Kazan Arena begonnen und 2013 war es dann soweit. Da war die Eröffnung. Ja, hatte die ein oder andere Verzögerung gegeben, aber das Warten hat sich gelohnt, wie ich finde. Ist eine tolle Arena, sehr stimmungsvoll. Da können sich Japan die Fans in Kazan raus wirklich freuen. Und ich behaupte mal jetzt gerade, Senegal ist auf jeden Fall weiter. Also in zwei Fällen haben wir eine Entscheidung. Und im dritten Fall. Hier ist die Aufstellung Polen von Polen. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische vor dem letzten Anordnung. Spieltag. Glaube ich, kann man so sagen. Jeweils zwei Punkte und müssten im Fernduell gegeneinander antreten. Und da hätte sogar noch Japan die Chance weiterzukommen und der Senegal die Chance rauszufliegen. Also. Die Aufstellung hier von Kolumbien. Aber wie gesagt, wir sehen, wenn Kolumbien heute gewinnt, dann haben wir 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. So, hoffe ich mal, dass ich mich jetzt besser anstelle als die letzten Spiele. Und jetzt kann es losgehen. Das ist der Anpfiff, das ist der Anstoß, der Ball rollt in diesem WM-Spiel. Schauen wir mal, wie beide in die Partie kommen. Ein guter Doppelpass. Oh. Die Chance und nun ein Schuss. Fängt ja schon wieder toll an. Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Fängt ja schon wieder richtig toll an. Ballverlust. Die Mitspieler wollen ihm helfen. James. Schussversuch. Fällt das Tor doch noch. Zielinski. Ribus. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Keine gute Vorrunde bisher, der Gastgeber. Heute könnte das auskommen. Ja, wenn sie heute verlieren, dann war es das. Und das wäre natürlich richtig bitter. Hereingabe kommt lang. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Zweites Gruppenspiel, Buschi, welche Rolle spielt die Taktik? Naja, erstmal wird sich hier jeder eine gute Ausgangslage verschaffen für die abschließende Vorrundenpartie. Also heute werden schon die Weichen in Richtung K.O.-Runde gestellt. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Da ist jetzt Platz. Zielinski. Arkadiusz Smilik. Jetzt kommt der Schuss! Schön gehalten! Haben wir schon mal mehr Schüsse aufs Tor als beim Japan-Spiel. Ball bei James. James Rodriguez gehört mit zu den torgefährlichsten Offensivspielern im Moment. Ja, der hat eine überragende Technik, der Kerl. Den kannst du nicht aus dem Spiel nehmen. Hereingabe jetzt! Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Auf außen ist Platz. Alter.
abgefangen, gut gemacht. Grosicki. Kolumbien mit dem Ball. Rodriguez. James Rodriguez hat bei der WM 2014 nicht nur viele, sondern vor allem das schönste Tor des Turniers geschossen. Ach, dieser Wahnsinns-Volley in der Partie gegen Uruguay. Also natürlich völlig zu Recht hat der Kolumbianer den Puskas-Preis für das Tor des Jahres bekommen. James Rodriguez, er schießt! Falcao, was macht er? Gute Chance jetzt, sie bekommen die Ecke. Nichts gut aus. Der Ball kommt rein. Nee, kein guter Kopfball. War ungefährlich, klar. Na, da hat einiges gefehlt. Ah, wechseln wir mal hier direkt hier. So. Au, da muss er wohl runter. Sieht mir nicht nach einer schwereren Verletzung aus, Buschi. Nee, ich glaube, das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Thiago Sionek. Linetti. Wasikowski. Paul kommt. Und das ist der Ballverlust. Falcao am Ball. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Grosicki. Angriff der Polen. Das Alter, war gegen Aladin. Kontrollieren wir ein bisschen den Ball. Zielinski. Robert Lewandowski. Chance zur Führung. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. So, und jetzt können wir noch mal schnell einen Blick auf diese großartige Rettungsaktion des Torhüters werfen. Das ist was für Ästheten und ein eindeutiges Signal an den Gegner. An mir kommt keiner vorbei. So, Ecke kommt. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Grosicki. Da solltest du gar nicht Glick. Komplett nach hinten spielen. Ribos. Macht aber nichts. Nun Linetti. Genau, und er. Und jetzt die Unterbrechung. 20 km/h schneller ist. Das könnte was Schlimmeres sein. Ach, Kuba. Oh oh. Geht ist nicht gut. Ja, bringe Pesco. Der verletzte Spieler hat jetzt das Spielfeld verlassen. Und die Partie wird mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt. Rodriguez. Klasse Pass. Guter Steilpass. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Und jetzt vielleicht über James. Und er schießt. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem für den Torhüter. Das ja, da wäre ich auch überhaupt nicht an den Ball gekommen. Dabei wird es hier zur WM nicht bleiben.
Nee, ist ja klar, beide wollen, ja, beide müssen dieses zweite Gruppenspiel eigentlich gewinnen. Ein Punkt wäre schon zu wenig und ich bin sicher, beide werden hier einiges noch in die Offensive investieren. So. James. Die mich jetzt einfach triggert, halt. Triggert hart, genau. Hart triggert, das wollte ich sagen. So. Spiel fortsetzen, zack. So, jetzt zack. Gehen wir also wieder rein in dieses zack. WM-Spiel. Schiedsrichter pfeift den zweiten und Durchgang an. Weiter, es hat zack. Uns bisher sehr viel Spaß gemacht, dieses ja, Spiel. Und ich bin sicher, dass wir so weitergehen. Das könnte gefährlich werden. Hier, auch der letzte Major wieder, der den verdammten Ball verliert. Das ist doch zu näher. Rodriguez. Ah. Nein, Jens. Cardona. Er versucht's. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen. Das war ungefährlich. Glick. Peschko. Peschko. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Klasse Technik. Er sich wieder verspielt. Der Stern von James Rodriguez ging so richtig auf bei der WM 2014 in Brasilien. 6 Tore. Schöne Aktion. Piszczek. Peschko. Milik. Nur ein Piszczek. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Lewandowski. Rosicki. Arkadiusz Milik. Lewandowski. Ja! Ja! Die Führung. Oh, das war so bitter. Jetzt haben wir das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Für Lewandowski hier gar kein Problem. Er sieht sofort die Chance und macht das Ding. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Also, es ist wieder alles offen in der Gruppe. Die Japaner hoffen natürlich, dass Polen irgendwie so. Spiel geht weiter, die Polen also jetzt mit der Führung. 2 oder 3-0 gewinnen. Er überzeugt heute als Passgeber. Murillo. Oh, 2-0. Und Cardona. Ja, die Kolumbianer. Eine relativ schwache Torhüterin. Cardona. Da holt er den Ball zurück. Peschko. Oh, der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Mann, ey, das Passspiel riecht mich teilweise werden. Tierisch auf. Und dann dreht er sich wieder weg und dann ist das auch wieder, auf einmal wieder faul. Den setzt er daneben. Ja, wird's mit dem direkt orange-grün gestreift. Mann, ey. Dem Kasten. Das war eine gute Gelegenheit. Gelbe Karte Polen. Aber was will der Schiri da anderes machen? Das ist einfach gelb, das muss er pfeifen. Ja. Der Trainer muss reagieren. Sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Entschuldigung, Leute, aber die ganzen Auswechslungen, die skippe ich jetzt. Piszczek. Ich reg mich inzwischen echt schon tierisch auf. Peschko. Und Piszczek. Das war zwar so nicht geplant, aber Angriff der Pol. Lord. Da verlieren sie den Ball. Das war wieder so schlecht. Jetzt ist Platz für den Konter. Das war wieder auch schlecht. Jetzt Cuadrado. Mann, ey. Ja, genau. Zielinski. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Beweg dich bloß. Beweg dich bloß nicht! Sei der letzte Bekloppte! Ich wollte gerade schon wieder was Rodriguez.
Nein, ich will nicht so viel. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Peschko. Arkadiusz Milik. Lewandowski. Sauber und ja, fair, sei der letzte Polde. Weg ist der Ball. Arkadiusz Milik. Gutes Tackling. Und jetzt gibt's Ecke. Ach so, das waren die Auswechslung. Mal Ball sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Jetzt eine Ecke. Ich will nochmal alles rausholen. Jetzt die Ecke. Milik! Schöner Kopfball. Und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Klasse Parade. Hier nochmal eine Wiederholung. Ein guter Torwart ist eine Menge wert. Die Ecke kommt rein. Piszczek! Mit der Faust kann er hier retten. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber stell dich wieder hinter den Gegenspieler. Oh Gott, wie mich dieses Spiel manchmal aufkriegt. Nun Cardona. Stellungsspiel. Jetzt die Kolumbianer. Sie wollen das Tor jetzt hier erzwingen und stellen auf lange Bälle um. Ich bin gespannt, ob sie so erfolgreich sind. Und jetzt ein Schuss. Er hält den Ball fest, das war wichtig. Könnte gefährlich werden. Genau. Volker! Ich wollte sagen, das war jetzt auch überhaupt nicht Abseits. Das war null Abseits, war das jetzt. Was für eine Chance, da sind sie gerade noch zur Stelle. Peschko. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Jetzt könnte es gefährlich werden. Genau! Ist das spannend. Auch in den letzten Minuten schenken sich beide Mannschaften nichts. Peschko. Oh, du bist ein Klatschklaus, bist du doch. Oh, jetzt komm hierher. Lass dich grätschen, lass dich grätschen. Giovanni Moreno. Den hält nichts mehr vorne, der lässt sich weit zurückfallen. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Sie drängen auf den Ausgleich. So, vielleicht kommt geht jetzt was. Klasse Technik. Geh doch ran, Mann! Sanchez! Das gibt es doch nicht! Eine Minute noch. Peschko. Ja, klasse. Ball sah vielversprechend aus. Aus und vorbei. Ja, wenigstens mal wieder ein Sieg. Wirklich schlechtes so. Wetter, dafür aber ein richtig gutes Spiel. Ja, das Wetter habe und dann ich reden wir jetzt mal darüber, was das in der Europa ausmacht. Und zwar, das bedeutet jetzt erstmal, dass ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Keine Entscheidung gefallen ist. Das ist erstmal das Wichtige. Hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Und dass Japan ordentlich Tore schießen muss. Und von dem keine schießen darf, damit sie weiterkommen können. Aber Kolumbien kann halt Hereingabe jetzt. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Kann halt mit einem Sieg die Gruppe halt fixieren. Also wenn Kolumbien gewinnt, dann ist eigentlich relativ egal, was Japan und Polen gegeneinander machen. Relativ egal. Robert Lewandowski. Chance zur Führung. Dann muss Polen schon mit 5 Tonnen Unterschied gewinnen. Rosicki. Arkadiusz Milik. Dementsprechend halt Kolumbien hoch gewinnen.
Wenn Japan gewinnt, gibt es halt nur diese Möglichkeit, dass der Senegal gewinnt und sich mit 9 Punkten durchsetzt. Und Japan wie ein Irrer Tore schießt. Damit halt die Tordifferenz zwischen Japan und Kolumbien ausgeglichen wird. Beziehungsweise positiv für Japan ist. So, dann gucken wir doch jetzt mal eben kurz einmal in die Bewertungen. Milik mit einer 8,4. Lewandowski mit einer 8,1. Piszczek mit einer 8,2. Szczęsny mit einer 8,0. Czernek mit einer 7,5. Glick mit einer 7,7. Jo. Oh, und auf der anderen Seite 7,2, Fabra, Murillo 7,2, Ospina 7,0, Falcao 7,2, Aguilar 7,0, Rodriguez, also James Rodriguez mit der 7,6 und Barrios mit der 7,2. So, dann gucken wir doch mal hier rein. 5 Schüsse und davon auch 5 aufs Tor. Auf der anderen Seite 11 Schüsse und 6 davon aus Tor. 48-52% Ballbesitz, 2 Zweikämpfe zu 11 Zweikämpfe. Ich verstehe das nicht. Dass es manchmal so gut läuft und manchmal überhaupt nicht. Aber wirklich überhaupt nicht, überhaupt nicht. So. Oh, das wollte ich jetzt gerade gar nicht. So, Fouls 1-0. Gelben Karte, eine 2 Verletzung auf polnischer Seite, das war schon bitter. Ecken 3-1 und Schussgenauigkeit 100% zu 54% und Passgenauigkeit 85% zu 88%. So, und jetzt gucken wir mal in die Spielereignisse. Die Verletzung von Pastan, die Verletzung von Kuba, das Tor von Lewandowski in der 58. Minute, Rübus mit der gelben Karte und das war's auch schon. Dieses Mal schicke ich euch mit den Highlights des Spiels wieder raus. Nicht so wie beim letzten Mal. Schussversuch! Ja. Fällt das Tor doch noch! Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. James Rodriguez. Bis dann. Gehört. Hereingabe jetzt. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Robert Lewandowski. Chance zur Führung. Grosicki. Arkadiusz Milik. Lewandowski. Jetzt die Ecke. Milik! Die Ecke kommt rein. Piszczek! Mit der Faust kann er hier retten.